Höre Kurt Krömer, Feelings, ohne Werbung bei Amazon Music als Prime-Mitglied. Hallo Leute, da bin ich wieder, der Moderator von Feelings, Herr K. Ich möchte wie immer anonym bleiben. Ich habe heute von Barbara Schöneberger geträumt, deswegen weiß ich, dass heute Barbara Schöneberger kommt. Obwohl, ich träume jeden Tag von ihr. Ich bin ja seit 20 Jahren, kann ich jetzt mich mal outen, ich bin seit 20 Jahren verliebt in Barbara Schöneberger und möchte die heiraten eigentlich. Also ich hätte die gerne schon geheiratet, wäre gerne jetzt schon 20 Jahre mit ihr verheiratet. Das Problem ist nur, dass ich sehr schüchtern bin und mich halt, also ich habe sie ja ein paar Mal schon getroffen und dann habe ich mich nicht getraut, ihren Antrag zu machen seit 20 Jahren. Und es gab eine Phase vor ungefähr 11 Jahren, wo ich auch richtig, also muss ich auch sagen, richtig sauer war auf Barbara Schöneberger, weil ich dann dachte, da kannst du doch mal mir einen Antrag machen. Das ist ja, wir leben noch nicht mehr im Mittelalter, wo der Mann das immer machen muss, da kann auch die Frau, dass sie mal kommt. Also man hätte, ich bin ja so verliebt, dass sie hätte das ja, die hätte das ja merken. Ich war richtig sauer. Ich habe also, wenn ich nicht, also nicht mit ihr verheiratet gewesen wäre, wäre das ein Scheidungsgrund gewesen, dass ich gesagt hätte, dann lasse ich mich halt scheiden. Also ich war so sauer. Ich merke auch gerade, wie ich jetzt wieder sauer werde, weil ich meine, als Mann seit 20 Jahren, ich habe keine Dates, gar nichts. Ich treffe mich nicht, weil ich immer die schönsten Frauen der Welt kennenlerne und immer sage, du, das kann sein, dass Barbara Schöneberger gleich reinkommt. Dann will sie das nicht, weil ich nicht weiß, vielleicht ist sie eifersüchtig oder nein. Ich weiß ja nicht, wie sie tickt. Ich weiß es doch nicht. Ich bin richtig. Ich fange an zu heulen. Ich habe auch ja keine Lust mehr, muss ich ehrlich sagen, weil mein Leben ist ja vorbei. Die schönsten Sachen kann ich ja mit ihr gar nicht mehr machen, weil ich kann ja, bin ja jetzt Kuchen essen vielleicht oder was. Ich habe auch begrenzt nur Zeit. Ich habe ja auch, ist egal. Ich will mich jetzt hier auch nicht reinsteigern. Das ist ja hier kein Therapie-Podcast. Das ist nämlich hier Feelings. Das wäre so geil, wenn sie jetzt kommen würde. Aber ich weiß es ja nicht. Ich bin auch müde, weil ich so viel geträumt habe von ihr, dass ich mich überhaupt nicht, und jetzt ist das Geile, ich konnte mich null vorbereiten auf den Podcast, aber muss ich ja auch nicht. So, ihr Muckimäuse, jetzt geht es nämlich los. Teil von Feelings. Maske auf und ab dafür. Kurt Krömer sitzt mit verbundenen Augen im Studio. Er trifft gleich auf einen Gast, von dem er nicht weiß, um wen es sich handelt. Keine Vorbereitung, keine Vorgaben, kein gar nichts. Naja, eigentlich alles wie immer. Und nun herzlich willkommen zu Kurt Krömer, Feelings. Habt ihr das Intro verlängert oder was? Du, pass auf, das ist immer noch so, dass ich immer noch hier sitze und ich krieg so Herzpochen. Ich mache jetzt die Maske weg. Nein! Maren Kreumann! Das ist ja geil. Darf ich dich umarmen? Ja, gerne. Maren Kreumann. Aber darf ich sitzen bleiben? Ja, es war so schwer, sitzen, in den Stuhl zu kommen. Ja. Na, das ist ja eine Überraschung. Aber dass du jetzt so, also ich hätte gar nicht gedacht, bevor die Anfrage kam, ich hätte gar nicht gedacht, dass du mich kennst überhaupt. Nee, natürlich kenne ich dich. Wir haben uns schon mal umarmt. Wirklich? Ja. Darf ich das erzählen öffentlich? Ja, bitte. Wann war das? Bei einem Fernsehpreis? Das war bei einer Theateraufführung irgendwo danach. Wirklich? Da sind wir, das ist so geil. Manchmal, wenn man Leute gut findet, dann trifft man die und wenn die einen auch gut finden, dann man kennt sich gar nicht, aber man umarmt sich, weil man einfach weiß, na, ich mag dich doch. Das geht manchmal. Manchmal täuscht man sich und denkt, oh Gott, wie distanzlos, und der andere wollte das vielleicht gar nicht. Nee, wenn das so gleichzeitig. Ja, bei uns war das, wir standen uns gegenüber und hatten, also wir haben nicht mal Tag gesagt, wir haben uns gleich umarmt. Wirklich? Ja. Aber wann war das? Ich weiß es gar nicht mehr. Vor 10 Jahren oder so. Ach so, das war, bevor du noch so richtig berühmt geworden bist. Ja, ich bin ja noch dabei. Das ist ja meine Karriere 2.0, die jetzt startet. Ja, das geht aber ganz gut. Jeder hat noch die Möglichkeit, mich kennenzulernen. Ja, das ist schön. Weißt du, es ist nicht so, dass sie sagen, den kennen wir ja schon seit 30 Jahren, sondern nein, ich habe sie gestern erst gesehen. Das ist viel schöner. Ja. Und dass auch nicht irgendeine Promofirma auf die Leute eingedonnert hat und gesagt hat, das ist jetzt der neue Weltstar, ihr müsst den gucken und er hat die große Arena. Jetzt gucken, ja, da wird man als Publikum unwillig.
schwierig, finde ich. Und dann oftmals sind die dann auch talentfrei, wenn so viel Druck dahinter ist durch große Firmen. Oder durch den Druck kriegen sie, verlieren sie ihr Talent oder so. Und wenn man's, wenn die einen selber entdecken, was du bei dir erzählst, das ist eine andere Art von Prominenz dann. Und ich bin seit 25 Jahren im Geschäft. Das ist auch geil. Eigentlich toll. Undercover. Naja, also unterm Radar. Sagen wir mal, die letzten 10 Jahre gar nicht. Ja, hat man schon ein bisschen was, wa? Ja, aber hallo. Hat aber man schon. Ein bisschen, ich war schon fleißig. Schon, also 25 Jahre hätte ich jetzt auch nicht. Das heißt ja, seit Bühne. Ich bin ja auf der Bühne. 97? Ich bin ja Bühne. Das weiß, eigentlich weiß das gar keiner, dass ich Bühnenkünstler bin und das alles hier nebenbei mache. Ja, das ist so quasi nebenbei. Das ist so. Ist halt so, ja, ne? Wenn du jetzt auftrittst, dann sehen einen da ja nur 100 Leute, aber im Fernsehen dann. Aber machst du noch Bühne? Ja, ja. Ich bin immer noch, ich bin aktuell, also ich bin seit 25 Jahren nonstop auf Tour. Wirklich? Ja. Das habe ich auch nicht mitgekriegt. Weiß man gar nicht, ne? Nee. Deswegen wundere ich mich auch mal, warum die Theater alle voll sind. Weißt du, dass da überhaupt einer ist? Aber. Naja. Nee, das ist mein Kerngeschäft. Quatsch machen auf der Bühne. Wo trittst du auf denn? Ich war jetzt hier in Chemnitz in der Stadthalle, Dresden, super. Schlachthof, Berlin, Admiralspalast. Also, du hast natürlich die Großen. Ich bin ja im viel kleineren immer da. Sind wir gar nicht in demselben Bereich, wo ich dann deine Plakate sehe. Also, du machst schöne Sachen auch. Ich mach dir mal. Bei der Vernunft bist ja, du. Ja, ja, bei der Vernunft Tippi so. Ja. Ich habe ein Geschenk für dich. Nein. Doch. Stimmt, ihr werdet ja verpflichtet, euch was Schönes auszudenken. Und es soll ja nicht mehr kosten als 5,99 €. Und wie viel hat sie gekostet? Gar nichts, aber das erzähle ich gleich. Ach so, sonst hätte ich nämlich nach der Quittung gefragt. Oh, das was ist? Ich kann Maren Kräumann Honig. Ja. Nein, hast du Bienen? Nein, ich habe einen Fan, der Bienen hat. Ach, da ist und ein also ist eine Frau. Auch. Ist eine Frau und die hat Imkerin irgendwann gelernt. Auf. Mama, auf der Honig ist super. Sie verkauft ja nicht, sie verschenkt ihn nur. Das ist jetzt nur. Geil, Tee, so schön. Ja, so ein, jetzt wäre natürlich. Jetzt wollte ich gerade austrinken, ja, aber ich wollte der ist ja flüssig. Riechen. Du kannst ihn, du kannst es. Oh, der ist gut. Der ist wirklich gut und dieser Fan begleitet mich seit 1983. Und das ist wirklich was Seltenes. Das hat meinem ersten Programm auf Du und Du mit dem Stöckelschuh. Ist die mein Fan. Hat sich aber jetzt erst geoutet in den letzten 10 Jahren oder so. Ach, oder sagen wir mal 20 Jahren. In den letzten Zeit bei den anderen Programmen. Coming dann, out als Fan. Ja. Ich stehe jetzt dazu. Jetzt ist mir egal, was die anderen sagen. Ich bin Fan von Maren Kräumann und dann sage ich jetzt, wie es ist. Und dann hat sie diese Imkerin gelernt und macht diesen Honig. Und diese Bienenkönigin heißt Maren Kräumann. Und ach, deswegen heißt der Honig Maren Kräumann. Und was sie eben auch macht, sie füllt das in Gläser ab und macht kleine, diese Fotos. Ja, sie ist so grafisch auch bist begabt. Du da drauf? Ja, das ist eine Szene aus Kräumann. Das ist so ein Sketch im Buch, in der Buchhandlung, wo die Corona-Leugnerin kommt. Also das heißt die Mathe-Leugnerin. Ja. Und die sagt, sie ist gegen Mathe und die Bücher kosten weniger. Egal. Aus diesem Sketch hat sie das Bild dann draufgegeben. Das macht sie ganz liebevoll mit ganz vielen. Und da kriege ich immer zum Geburtstag, gibt sie das toll. An meine Agentur. Aber hast du denn jetzt noch Honig oder hast du ich mir deinen Honig. Honig jetzt verschenkt? Nein, nein, ich habe noch sehr viel Honig. Weil ich würde ja was abgeben auch. Du bist ja nett, du bist ja richtig. Ich würde dir von dem Maren Kräumann Honig. Och, da bin ich ja nicht so. Richtig von selber? Nein, ich habe ganz viel noch, auch für die Band und für alle Familienmitglieder. Also ich habe ganz viel. Nein, das kommt von Herzen und kannst du bitte... Oh, danke. Weil ich möchte aber jetzt nochmal auf dein Intro eingehen, weil ich glaube, das stimmt nicht, was du sagst, dass du schon seit so vielen Jahren in Barbara Schöneberger verliebt bist. Weil ich glaube, du warst eigentlich in Katrin Bauerfein verliebt. Ja? Ja. Na, das darf ja aber jetzt die Barbara nicht hören. Ja, ist ja egal, aber man aber muss ja... Aber Frau Bauerfein kenne ich... Doch, ich kenne Barbara Schöneberger ja schon seit Blondes Gift bei TV München. Ja, kenne ich sie auch. Fand ich auch schon toll. Vor 20 Jahren oder ja, so. Wo immer dieser Mann, da war immer ein nackter Mann im Aquarium. An das Aquarium? Ich erinnere mich an den nackten Mann komischerweise nicht. Da hat ein nackter Mann im Aquarium gelegen. Ach, wirklich? Ja. Viele haben ja auch die Sendung nur geguckt wegen den nackten Mann im Hintergrund. Ich glaube, du hast recht, ich habe das vergessen. War doch so, oder? Ja, aber ich möchte nochmal auf Katrin Bauerfein zu sprechen kommen. Weil du hattest ja diese Sendung Vorschee Krömer, ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Krömer Late Night Show. Ja, genau, und da hattest du Katrin Bauerfein zu Gast. Und ich fand, du warst total verliebt in Katrin Bauerfein. Alle Comedians, die ich kannte, waren verliebt in Katrin Bauerfein. Ob es Harald Schmidt war, der war ja zuerst in Barbara Schöneberger auch verliebt. Die war 27 klar. Mal bei ihm. Und es gab so Wellen von Verliebtheiten. Ja. Und da war Barbara Schöneberger natürlich. Und dann Katrin Bauerfein. Und ich will nur sagen, ich hatte sowieso immer das Gefühl, schon wenn ich Harald Schmidt geguckt habe, dass die
Also, dass ihr als Gastgeber zu den attraktiven, jungen, langbeinigen Frauen immer netter wart. Nee. Also, das muss ich sagen. Du warst jetzt zu mir total nett. Weißt du, in wen ich sehr verliebt bin? Jetzt sage ich mal wirklich, in wen ich verliebt bin. Ja, nämlich, das war mit Frau Schöneberger, war ja nur geflunkert. Christine Westermann. Ja, das kann ich gut verstehen. Dann kam die bei mir in der Garderobe und dann dachte ich, was macht die denn jetzt bei mir in der Garderobe? Warum sagt die mir denn jetzt guten Tag? Ja. Und dann haben wir uns umarmt und also ich war Fanboy. Ja. Weißt du? Ja. Alles, was die sagt. Aber das kann ich so verstehen. Fast schon krank, weil man da sitzt und denkt, ja, erzähl einfach, lese was aus dem Telefonbuch vor und ich würde es lieben. Ja, aber was sie selber denkt, ist eben noch schöner als das Telefonbuch. Ja, ja. Ja, toll. Das freut mich aber. Ja. Ist ja. Und weißt du, an was ich immer, wenn ich dich sehe, an ich dann immer denken muss? An kein Pardon. Ah. Tee oder Käffchen? Ja. Tee oder Käffchen? Happe? Käffchen? Tee? Tee? Käffchen? Käffchen? Und weißt du, was so krass war in diesem Film, dass ich, also als ich den, ich weiß nicht, wann der rauskam, 92 oder was? Ich war voller, 92 war der gedreht, absoluter Fanboy von Harpe Kerkeling, den ich auch sehr liebe. Ja. Darf alle Frau Schöneberger nicht hören. den ich sehr geliebt habe, immer noch liebe. Und dann habe ich mir den Film angeguckt und dann deine Szene da mit dieser Redakteurin beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Immer sage, es ist Wahnsinn, was wir hier machen. Wahnsinn, das ist doch Wahnsinn. Ja. Und dann, pass auf, dann bin ich selber zum Fernsehen gekommen, zum RBB und die existieren ja. Ja. Ich hatte eine Redakteurin, wo ich dachte, das ist doch, das ist eigentlich, ist das Maren Kräumann, pass auf, die mich jetzt verscheißert. Und die das ist ja exakt, oder die Redakteurin zitiert dich aus deinem Film. Das war exakt so. Das ist ja so, das war ja so klasse, weil es einfach der Typus war. Die gibt es überdrehte. Es ist so überdreht. Und auch, dass man wirklich sehr, sehr wichtig ist. Es ist total wichtig immer, was wir machen. Alles, was wir machen, ist wichtig. Wahnsinn. Wir richten uns hier an die Metaebene so. Ne? Und immer Angst auch. Mhm. Großer Druck. Sehr, sehr großer Druck. Bereich, deswegen auch Ketten rauchen. Das ist Wahnsinn, was wir, Wahnsinn. Was wir hier machen, ist Wahnsinn. Ja, ja. Wirklich, ich muss meine gesamte Karriere muss ich an dich denken in dieser Szene. Da hat man doch den Beruf nicht verfehlt, wenn das jemand sagt, wenn da du das sagen kannst. Ja, ist mein Lieblingsfilm. Kein Pardon, kann man vielleicht mal auch empfehlen an dieser Stelle. Ein wunderbarer Film. Der schönste Film war, über Fernsehen, über, über unsere Branche. Ja, toll. Ich habe Kerkeling nie kennengelernt. Nein? Nein. Ja, Harpe ist... wunderbarer Mensch. Ja, ich habe ja immer, immer mit Abständen von 10 Jahren oder so mit ihm gearbeitet. Und wir kannten uns von Radio Bremen, weil wir in benachbarten Studios Live-Sendungen hatten. Ich war bei Bruno Jonas zu Gast. Warst du Krankenschwester Kräumer da schon? Nee, das war vor Nachtschwester Kräumer. Das war, da machte Bruno Jonas eine Sendung, wo ich mit Ottfried Fischer zusammen die Sketche gespielt habe. Und da waren wir im Nachbarstudio von, wie hieß das? Total normal hieß die Sendung von Harpe. Kann ich dir alle zitieren. Ja. Sag mir einfach die Sendung und die Minutenzahl. Ja, und wunderbar. Ich spreche ab dato weiter. Aber daher kenne ich Harpe, weil wir dann beide im Nachtzug nach der Live-Sendung nach München fahren mussten, weil er, ich drehte Vera Westkamp, so eine Serie, so eine Vorabendserie, und er hatte den Auftritt bei der Bundespressekonferenz, die dann später als Sketch kam bei Total Normal, wo er fragen musste, wann gibt es die Kekse? Wann gibt's die warum, Kekse? Wo landet die Mark und warum werden eigentlich keine Kekse? Ich hab das geliebt. Ja, und die Nacht davor waren wir zusammen in verschiedenen Abteils, mit dieser besagten Redakteurin, die natürlich sehr nett ist. Ja. Und dann sind wir irgendwie, bin ich in seiner Abteilung, und da haben wir zusammen Lieder gesungen, haben wir zusammen Schlager gesungen, zweistimmig. Und so habe ich Harpe kennengelernt. Und dann fing das, dann irgendwann kam das eben mit Kein Pardon, und dann kam eine andere Serie, und dann kam noch Horst Schlemmer, der Fährt. Also so. Und Harpe ist ein wunderbarer und ganz argloser Mensch, der sich gar nicht gegen Menschen wehren kann manchmal, der so ganz lieb ist. Der ist, der ist nett, ne? Ich hab einfach Angst. Ich hab Angst, dass ich den kennenlerne und dass das der Arschloch ist. Nein, also, der ist kein Arschloch. Hast du da Angst vor, dass du manchmal so, dass man so Leute trifft, wo man denkt, oh Gott, jetzt ist alles kaputt. Ich war 30 Jahre Fan von dir, aber so wie du dich gerade benimmst, das ist jetzt kenn ich ab hier auch. Ende. Man lernt eigentlich, dass man den nicht so idealisieren darf, die Leute. Das lernt man da eigentlich. Ist bei Harpe Kerkeling und mir zu spät. Aber Harpe ist einfach so grundnett. Also zum Beispiel die Situation, du bist beim Drehen oder so, sind ja manchmal Leute, die nicht da, die Passanten oder so, die dann da stehen, und das sind ja auch Fans von ihm. Und es ist kurz vorm, dass der Regisseur sagt, bitte. Und da kommt jemand und sagt,
kannst du mir ein Autogramm geben? Ja. Und dann Machthaber, der sagt nicht, jetzt geht es aber wirklich nicht. Sagt er nicht, sondern sagt, ja klar. Ja. Und dann, er kann einfach nicht sagen, er kann den einfach nicht enttäuschen. Ach süß. So, das ist ganz, aber weißt du, ganz was hinreißend. Wir hören jetzt auf, über Kerkeling zu, weil du bist ja der Gast. Sehr unhöflich. Ja, aber wir sind ja zu zweit, um ein Gespräch zu führen. Und wenn wir schon jetzt Menschen haben, die wir beide kennen oder in deinem Fall gerne kennenlernen möchten. Also ich kenne ihn nur aus der Fantasie. Ich stell mir Treffen mit ihm vor in der Fantasie, wie wir einen Kaffee trinken gehen oder bei Kaffeekörten ein Stück Kuchen essen. Ja, das ist schön. Also Kuchen essen und Kaffee trinken wird gut gehen. Da habe ich auch mit Bjarne Mädel habe ich über dich geredet. Apropos Kuchen. Du spielst ja die Doris in Buba. Ja. Ja. Buba. Genau. Und da sagte er, dass du da Probleme hattest, weil du falsche Zähne drin hattest und Kuchen essen musstest. Diese eine Szene an dem Tisch mit dem Drehteller. Ja. Genau. Doris. Ich hab mich totgelacht, weil es kam erst, hatte man im Off gehört noch Doris und dann kam dein Gesicht. Und du warst eine schöne Doris. Ich war verliebt gewesen. Das war ganz toll, weil ich ja da. Und da sah ich so wirklich aus, so. Kennst du das Bild von Doris Mutter von 1497? Das ist so ähnlich. So, also ganz verhärmt, dann eben die alte, die albanische Mafia-Oma Und die Leute dachten immer, ich bin wahnsinnig geschminkt worden. Ich habe gesagt, nein, im Gegenteil, ich bin gar nicht geschminkt worden. Ich habe nur was in die Nase gekriegt und ein bisschen falsche Zähne. Und so sehe ich einfach, also das kann man, ohne großen Aufwand kann man das. So ich habe mich totgeladen. Ja. Das war bei Netflix, oder? Das war bei Netflix, läuft es, glaube ich, noch. Oh, Bjarne Mädel auch. Bjarne Mädel, ich liebe ihn. Habe ich schon getroffen, mehrmals. Und hat einen nicht enttäuscht? Überhaupt nicht. Das ist so toll. Der ist so toll, weil der ist auch so bodenständig. Ja. Der scheißt sich nichts, ne, sagt man in Österreich so. Ganz. Auch so wird fast aggressiv, wenn man ihn zu sehr lobt und zu sehr hochstellt. Also, was sagt, immer so ein guter Reflex ist. Interessiert mich jetzt gar nicht. Das ist halt meine Arbeit, mache ich halt so. Und er ist ganz, ganz toller, einfach ein ganz solidarischer Kollege. Der würde nie zulassen, dass man sich irgendwie. Dass man da schlecht behandelt wird an seinem, ist ja schon sein Set irgendwie, das war einer der beiden Hauptrollen. Da passt er so unaufdringlich auf und ist einfach überaus angenehm. So und so ganz, dass er eben erstmal nur guckt und so, ich finde ihn ganz toll. Ich habe ihn da erst kennengelernt. Ja. Großartig. Ja, guck mal, das sind doch schon. Guck mal, in wie viele Beispiele. Leute wie verliebt sind. Ja, stimmt. Und in so verliebt dann finde ich sowieso. Sehr fruchtbar dann, also das Wort ist jetzt fehl am Platz, aber ist schön einfach, das kann man ja machen. Nur nicht mit dem Idealisieren würde ich noch abraten. Und zu das viel reininterpretieren, hast du das auch? In der heutigen Zeit merke ich so, ich poste irgendwas bei Insta oder wie es ich wo und dann wird da so reininterpretiert. Er guckt gerade in die Luft, er ist traurig, er hat sich jetzt getrennt. Ja. Und dann denke ich so, nee, ich habe einfach in die Luft geguckt, weißt du? Also dass so ganz viele Sachen, alles wird interpretiert. Ja. Man hat einen roten Pulli an, er ist verliebt. Ja, aber das ist natürlich Insta auch, dass man bietet ein Bild und die nehmen das, dass darauf basiert es im Grunde, das muss man sich klar machen. Die legen da was rein und dass wir bieten uns zur Interpretation. Das ist so, unsere, ne? Dass so dieses das ist unsere Schuld. Also ich will das eigentlich nicht so machen, aber ich kriege mit, dass es so läuft. Mm. Und ich kriege auch mit, dass zum Beispiel, wenn ich poste, bestimmte Sachen, die politisch sozusagen allgemein aufgenommen werden, dann kommen viele Likes, weil jeder auch seins mit reinmachen kann, wenn es nicht zu dezidiert ist, irgendwie können mehr sich damit identifizieren. Dachte, ich muss irgendwie radikalere Posts machen, damit ich nicht Beifall von der falschen Gibt's Seite. Gibt's Ärger denn bei dir auch so politisch? Ja, die haben ich habe so Hassmails zum ersten Mal gekriegt nach dem, da hatte ich beim Comedypreis nur so eine Rede gehalten. Ja, stimmt, genau. Und da waren die Fans von diesem Comedian, das Luke Mockridge, weil es ja auch geht gar nicht um nur diese Person. Aber aus der Ecke kam dann richtig organisierte Hassmails, die auch die Rede gar nicht gehört hatten, sondern die haben dann, die merkte man, die sind angerufen oder angemailt worden, so ihr müsst jetzt da, und dann wurde so getan, als ob ich ihn verurteilt oder vorverurteilt oder irgendwie hätte. Und dann schrieb einer, weil ich meine nächste Sendung letztes Jahr gepostet hatte, guckt nicht die Sendung von Maren Freisler.
Ach Gott. Ja, das ist, das habe ich ganz oft auch dieses, also früher warst du lustiger. Ja. Früher warst du lustiger oder halt dich aus Politik raus, mach du deine Comedy. Ach so ja. Oh, und Gott. Das stachelt aber an. Ja. Oder das war's. Das war's. So. Und dann sind die, dann folgen mir die noch auf Insta und dann blockiere ich die. Weil ich dann denke, dann helfe ich dir noch ein bisschen, dass du gehst, weil ich brauche dich nicht. Ja. Ich brauche dich nicht, wenn ich mich jetzt einsetze gegen die AfD oder was, dass ich mit dir noch lange rumdiskutiere. Du findest mich denn scheiße, also dann geh. Und dann ist auch gut die Trennung. Du bist nicht gezwungen, dir das jetzt hier anzutun. Ne? Ich habe auch einige blockiert. Es gibt so richtig so Lesbenfeinde. Also hatte so einen, der das scheiße findet. Ja. Der, als ich bei Bettina Böttinger zu Gast war, hat er gesagt, wieder mal lauter Lesben im TV oder so. So. Und dann habe ich auch gedacht, kann man ja. Weil dann weiß man, den kann man ja auch nicht heilen oder den kann man nicht auf seine, auf unsere Seite ziehen und sagen, oder mit dir auch kann zum ich Nachdenken bringen oder ja, so. Ja, also so ansatzweise vielleicht mit dir nur reden oder dir was erklären, weil die Haltung ist dann wirklich oft wie Ausländer müssen alle raus, weg, keine Diskussion. Ja. Was soll ich jetzt sagen? Du bist komplett dagegen, also geh halt. Ne? Ja, ich glaube, das muss man dann auch machen und das ist auch richtig, weil diese Plattformen sind ja wahnsinnig offen und wirklich jeder, auch jeder Depp kann irgendwas schreiben und das ist auch falsch, sich das alles zu Herzen zu nehmen. Das muss ich natürlich auch erst, also ich bin dann auch, wenn ich das erste Mal, wo ich das gelesen habe, habe ich auch geschluckt und so und dann merke ich, das ist was wir heute viel mehr brauchen, was ich nie dachte, ist so eine Regenhaut. In 50er Jahren hieß es Kleppermantel. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Ich hör, diese Gummimäntel. Dass man, also bei Kindern hört das immer, dass einem geraten wird, Neoprenanzug tragen. Ja, gut, Neopren. Und das ist bei uns, in meiner Generation war es der Kleppermantel. Das war so ein Gummimantel, wo es abperlt. Genau, wie Teflon so. Wie Teflon als Textil. Ja. Und das glaube ich... das ist wichtig, das auch zu haben. Das habe ich mir nie so klar gemacht. Ich dachte, es geht immer darum, dass man irgendwie die Menschen begeistert oder so. Aber es ist genauso wichtig, auszuhalten, dass man immer andere nicht begeistert oder dass sie enttäuscht sind. Jetzt schreiben auch Feministinnen, weil ich bin völlig gegen diese Linie, die so transfeindlich ist. Alle schwarzermäßig so sind, so gibt so eine hat Linie sie sich von da geäußert jetzt gegen Bitte? Trans? Naja, das schon, sagen wir mal, würde ich in die Ecke bringen. Und ich habe auch Anrufe gekriegt. Aber ich weiß jetzt nicht mitbekommen habe, was hat sie jetzt gesagt? Also was hat sie jetzt irgendwann? Naja, sie sagt, das sind keine richtigen Frauen und das werden sie nie sein und die sollen nicht, die dürfen nicht Frau heißen und so. Und dann mobilisiert sie auch die Nobelpreisträgerin für Medizin, die soll das dann vom wissenschaftlichen Standpunkt sagen. Ist Alice Schwarzer jetzt schon alter weißer Mann eigentlich? Oder? Ja, im Grunde ein alter weißer weiblicher Mann in, die, ist so, in diesen, ne? diesen in diesen Fragen, ja, finde ich. Ja. Das ist ja eine Minderheit, die sowieso diskriminiert wird. Und jetzt eine Hassfront innerhalb der Feministinnen aufzumachen, wo diese Minderheit noch mal eins aufs Dach kriegt, es beunruhigt mich doch nicht, es stört mich doch nicht als Frau, wenn ein Mann eine Geschlechtsumwandlung macht zu einer Frau und jetzt eine Frau sein will. Was soll der, der nimmt mir doch nichts. Ja, vor allem, da steckt ja auch eine Geschichte denn dahinter. Ne? Ja, das natürlich. Ja, also, die sehen die ja gar nicht. Ich habe hier, heute habe ich goldenen Nagellack mit Glitzer drauf. Weil ich bei meinen Transfreundinnen war im BKA und wie das erste Mal darüber, also ich habe mich unterhalten mit denen und habe so gemerkt, ich bin nicht so aufgeklärt richtig. Ne? Man kennt schwul, lesbisch, irgendwie kennt man. Kennt und so. Man noch. Genau. Und dann haben die mir über die bei gesamte wird's schon schwierig. LGBTQI-Plus-Szene erzählt. Und dann fragte mich Jackie O. Weinhaus, also nicht vorwurfsvoll, aber sie fragte mich so, warum hast du dich da nicht informiert? So. Und dann stand ich da mit offenem Mund und dachte, warum eigentlich nicht? Weißt du? Weil ich sage, muss ich nicht? Ich bin aufgeklärt oder so. Ne? Ja, weil das, man denkt, das ist nicht das eigene Thema und ansonsten ist man aufgeklärt. Und das stimmt eben nicht. Ja, das stimmt nicht auch bei den anderen Sachen, auch bei Rassismus gegenüber anderen Hautfarben oder... Ja. Wir haben auch einen Grundrasse, also ich auch, habe irgendwie dass man so einen ganz naiven, doofen Grundrassismus. Dass man von nicht früher. Gegen Migranten ist, aber halt auch noch nicht richtig aufgeklärt ist. Ja. Und dazu kommt, dann kommt es halt leicht so zu, weiß ich nicht, latenten Rassismus, wo einem Sachen rausrutschen, wo man nicht reflektiert hat, wo man nicht weiß, okay. Und das ist einem dann peinlich und das ist einem zu Recht peinlich. Ja. Aber es ist auch gut. Also ich finde, als ich da saß und mir war es peinlich, dachte ich, ja, ist aber gut. Dann habe ich das gelernt. Dass man sich jetzt damit, dass man da lesen kann, dass man sich damit auseinandersetzt. Und dann haben wir hier, oder ich für mich persönlich habe eine Lücke gefunden und die fülle ich jetzt. Und
Es gibt die Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist ja der wichtige Punkt. Es ist gut, dass sie das gesagt hat, weil es setzt natürlich eine gewisse gedankliche Tätigkeit voraus, dass man versucht, das zu verstehen. Das ist mit Gender, ich will jetzt gar nicht über Gender reden, aber mit Gender, also genauso mit weiblichen Endungen oder so. Man muss sich einfach damit mal befassen. Und die Weigerung, sich zu befassen, ist ja das sozusagen dieses Dead End. Aber diese Sackgasse. Warum machen die das denn nicht? Oder warum sagen die denn jetzt, naja, nee, Gender, was soll das jetzt mit den Gendern, mache ich nicht? Weil also was ist diese... Wo setzt da im Hirn irgendwas ein, wo ich sage, jetzt reicht's aber? Weil man denkt, weil die denken, so wie sie sind, ist es eigentlich richtig Deutsche. Also die denken auch, also mir ist es bei Homosexualität, bei der Frage Homosexualität oft passiert, dass ich das Gefühl habe, auch aufgeklärte Heteros denken, also wir sind ja die richtigen Deutschen und dass die jetzt, die anderen, die Homos und die Lesben, dass die jetzt auch noch Kinder adoptieren sollen und dass die heiraten dürfen. Ja. Also eigentlich möchten sie dafür gelobt werden, dass sie die richtigen heterosexuellen weißen Deutschen sind. Und die anderen kann man über den Kopf streicheln und sagen, ja, ich verrate dich nicht, du bist okay. Aber richtig gleichberechtigt behandelt sollen sie nicht werden. Also sie haben Angst vor diesem Verlust des Privilegs, der Richtige, die ist richtige Art von Deutsch. Geht es um Privileg? Ich glaube, sie empfinden es so, dass sie die Richtigen sind und dafür wollen sie eigentlich gelobt werden. Und jetzt kommen da so andere, so Minderheiten und wollen dieselben Rechte und das geht ihnen irgendwie gegen den Strich. Dass sie uns das wegnehmen oder was? Dass jetzt mein Privileg mir weggeht oder dass ich jetzt auch schwul werde oder lesbisch oder was? Ja, das wird ja immer behauptet. Als ob das eine Werbe, also zum Beispiel, ich war Taxifahrer, berühmte Situation immer, aber Berliner Taxifahrer beim CST, Umleitung, weil alles gesperrt war wegen der Demo, ja, die wollen einen ja immer bekehren. Ich sage, niemand will jemand bekehren. Es sind immer 10% der Bevölkerung, die homosexuell sind, 5% bei den Frauen, 5% bei den Männern. Und das Einzige, wofür wir kämpfen, ist, dass wir nicht belästigt werden, dass wir nicht diskriminiert werden. Wir wollen gar niemanden dazu bekehren. Wir wollen einfach nur das sein, ohne Einschränkungen, ohne Missachtung, das kapieren sie immer nicht. Es wird immer so unterstellt, man will werben. Nein, man will stolz sein, man will einfach so sein dürfen, ohne dass man diskriminiert wird. Und die merken ja gar nicht, dass sie diskriminieren, indem sie sowas sagen. Ja, ich hab, dein Fingernagel ist schön. Ich hab mir nach dem Treffen mit meinen Freundinnen mir das animalt. So, und hab dann gemerkt, also wie Leute darauf reagieren, dass ich war in einer U-Bahn gefahren, hat eine Frau über Insta geschrieben, sag mir mal den Nagellack, die Nummer, nenn mir mal die Nummer. Ich hab's aber auch bei wenn ich so Sachen bezahlt habe an der Kasse und das Geld so hingegeben habe, an den Blicken gemerkt, so, der hat ja Nagellack. Weißt du? Also von irritiert bis auch manchmal so ein bisschen angewidert. Ja, weißt du, so dieses Ding, du bist doch ein Mann, dann darfst du doch nicht dir den Finger nach. Und dann denke ich immer, deswegen trage ich manchmal diesen Nagellack, dass ich denke, wenn dieser eine Quadratzentimeter noch dazu führt, dass die Leute mich blöd angucken. Ja. Oder auch, dass die nett fragen, ich sage ja auch nicht zu dir, hast du Nagellack heute, warum denn? Ne? Ja. Dass es da noch viel zu tun gibt. Denn. Ja. Und dann stelle ich mir mal vor, wie ist das, wenn ich jetzt einen Rock anhab? Und dann in der U-Bahn sitze. Ja, dann erst, ja. Und dann, dann lachen die Leute oder schlimmsten Fall wie damals am Hermannplatz, werde ich zusammengeschlagen. Ja. Ne? Ja, und ich hatte einen Freund damals, zwar in den 70er Jahren im Hanns-Eisler-Chor, war ein linker Chor, sehr wichtig für mich. Und da war ein Mann, der sang Bass, das war Jacques, der kam irgendwann mit einem Rock. Und das war ja vor der großen Bewegung LGBT. Heute weiß man, Transgender und so weiter, man redet drüber. Und damals war das ja wirklich, wirklich exotisch. Und da waren auch viele von den Linken, die sagten, ist der verrückt geworden, der kommt mit dem Rock und so. Und der war so tapfer, der war ultraschwäbisch, der kam aus Neu-Ulm, hatte breit schwäbisch geschwätzt und hat Bass gesungen und kam mit dem Rock. Und der wurde dann mein Tonmann bei meinem ersten Programm. Der hat dann, der war Gitarrist und hat sich da reingeschafft und ich wollte einfach mit tollen Menschen auf Tournee gehen und der Jacques, der konnte das eigentlich nicht mit dem Aussteuern, da hat er gesagt, hat es mit der Regler kriege ich auch noch geregelt. aber das war wirklich, und dann kam ich dann mit dem Mann, der hatte auch noch seine Freundin dabei, das war die Lichtfrau, und er hatte aber einen Rock an und so eine Perlenkette und immer so Twinsets und so.
Und das war hochgradig irritierend. Und das war natürlich dann ein Schutz, als wir in der Band waren. Und wir alle zusammen, dann war das ein Schutz. Aber allein, wenn er in den Chor kam, als Individuum, das war wirklich, es kostete ganz viel Mut, weil du sagst, du mit dem kleinen Quadratzentimeter Farbe auf dem Nagellack auf dem Finger wirst schon angeguckt. Ganz viele Leute schicken auch jetzt so Bilder von ihren Kindern. Zum Beispiel eine Mutti hat mir die Hand geschickt von ihrem Sohn, der ist 5 Jahre alt, geht in eine Kita. Und dann hieß es, der trägt so gerne Nagellack, aber jetzt machen wir den ab, weil morgen ist wieder Kita. Oh. Und dann dachte ich so, ist doch scheiße. Ja. Lass doch dran. Ne? Ja, lass doch dran. Ja. Das machen mehr Kinder als früher. Ich kriege auch von Männern jetzt ganz viel, die schicken mir schön bemalte Fingernägel und sagen dann, machen Fotos davon, ne, und sagen dann, das sieht ja gar nicht so schlecht aus, so, ne. Super. Ich habe jetzt letztens im ZDF irgendeine Ratgebersendung. Da war ein Mann, der sah sehr Cis-Mann-mäßig aus und da ging es um eine kaputte Heizung. So. Und dann drehte er am Regler und man hat gesehen, er hat rote Fingernägel gehabt. Ja. Und weißt du, was das Schöne war? Das wurde gar nicht thematisiert. Das ging einfach darum, um diesen scheiß Regler, der kaputt war. Ja. Er hatte da 1000 Mal angerufen. Ja. Und dann saß ich wirklich so da und dachte, ey, jetzt mach's aber bitte so, dass das überhaupt nicht thematisiert wird. Ja. Und dann war der Einspieler vorbei und man war halt sauer darauf, dass das dann mit diesem Regler nicht geklappt hat. Ja. Ne? Und da dachte großartig. Ich so, das war, so will ich das haben. Weißt, das dass man sagt, ist Entwicklung. Ich hab dann nur gedacht, das Rot ist geil. Ja. Das Rot ist, weißt du, das war so ein knalliges Rot. Da dachte ich, ja. Und dann so schön Nahaufnahme, weißt du, als er am Regler da gedreht hat, dachte ich, schöne Farbe. Aber da saßen bestimmt auch reflektierte, ich will nicht sagen unbedingt kämpferische, aber reflektierte und bewusste Menschen in der Redaktion, die gesagt haben, nein, das müssen wir nicht thematisieren. Genau, genau. Weil immer die Angst auch ist, das wäre dann noch so mit einer Bauchbinde am besten. Hier ist der vierfache Familienvater. Er hat nur zufällig Nagellack. Ja, ja, der ist hingefallen und ist auf Nagellack eine Flasche gefallen. So. Das ist super. Und das fand ich gut. Brauchen wir an allen Ebenen in der Gesellschaft Menschen, die das einfach mit Selbstverständlichkeit leben. Mhm. Sodass man sieht, das ist gar nicht, das ist einfach normal, das ist Teil von unserem Leben, so wie es jetzt ist. Und entwickeln wir uns jetzt zurück, was diese Offenheit angeht, oder ist es eigentlich mehr so wie mit Thema Migration auch, dass ich das Gefühl habe, nee, wir reden einfach nur viel mehr drüber und wir merken viel mehr durch dieses Reden, dass da so ein Manko ist? Wir reden viel mehr drüber, also es hängt damit zusammen, dass wir einen relativ schnellen Prozess gemacht haben der Emanzipation bei LGBT zum Beispiel. Es ist in 20 Jahren, in den letzten 20 Jahren ist Wahnsinn, 25 Jahren, ist wahnsinnig viel passiert. Und es wurde auch in Talkshows, also es wurde sehr breit diskutiert, aber trotzdem ist es natürlich nicht bei allen angekommen. Es ist so gemündet in, also die Fortschritte sind gemündet in so eine Vorgabe von ein bisschen politischer Korrektness, dass es irgendwie scheiße ist, Homosexualität zu diskriminieren. Macht man nicht mehr, aber natürlich, was in den Köpfen drin ist, ist tief seit Generationen drin. Und das bahnt sich jetzt, glaube ich, einen Weg. Also die, die da nicht sich mitgenommen fühlen, die, man wird ja wohl noch sagen dürfen, diese Fraktion kommt jetzt raus und da sind dann auch, und da mischt es sich mit anderer Kritik, die sie haben und da kommt es dann, dass sie überstimmt worden sind in diesem Liberalisierungsprozess. Also ich meine, es ist natürlich diese Reaktion von, ja, jetzt wird man ja nochmal sagen dürfen oder jetzt darf man ja gar nichts mehr sagen oder was das sollen die Schwulen denn jetzt noch, die dürfen ja jetzt schon heiraten. Ist das nicht eigentlich gut, weil da mal so wie beim Husten irgendwas rausgespuckt wird, dass man sagt, ja, das ist jetzt eklig, das muss jetzt mal raus aus euren Köpfen und dass wir dann an dem Punkt kommen, wo jetzt der Typ sagt, der ja, dürfen ja halt nochmal sagen dürfen, der dann sagt, ja, jetzt habe ich es verstanden. So, ist ja eigentlich alles gut normal. Es wird ja, man wird es ja nochmal sagen dürfen, ist ja irgendwie komplett irre, weil die Zeitungen sind ja voll und die ganzen Medien und Social Media sind ja voll von Leuten, die andauernd was sagen. Ja. Also es ist ja überhaupt nicht so, dass man in meinem Programm habe ich eine Nummer darüber, dass ich sage, dieses man darf ja gar nicht mehr sagen, was man denkt, ist eigentlich eine andere Äußerung für Scheiße, man darf sich gar nicht mehr rassistisch äußern. Ja, weißt du? Weil du darfst doch alles sagen, was du denkst. So. Und ihr tut es ja auch. Ja. Also ihr das tut ganze es ja Netz auch. Ist voll. Also mir bluten die Augen irgendwie, wenn ich mir diese ganzen Kommentare durchlese, wo ich denke, Meinungsfreiheit, super Sache, aber wir reizen das natürlich auch voll aus. Ja. So, ne? Es gibt ja zu jedem Blödsinn irgendwie eine Meinung. Und, dann und jeder so, darf sie sagen. Jeder, wirklich jeder, ihr sagt immer jeder das, nicht was reflektiert. Ihr denkt. So. Ja. So. Ja, das zählt dann unter, ich sage eben, was ich denke, ich bin eben ehrlich oder so. Es sind so
mystifizieren ja, ja. von dem eigenen Recht sein auch. Das ja, ist ja, dieses, so umformuliert. Endlich haut mal einer auf den Tisch, ist auch ja. so ein Ding, ne? Ja, dass ja. er sich denn oder sie sich denn rassistisch äußert. Ja, also die Diskussion ist natürlich gut. Es ist gut, wenn es thematisiert wird und irgendwann möchte man aber auch gerne, dass es kein Thema mehr ist. Dass es normal ist. Und das ist mit dem politisch Korrekten, das ist ja, greifen wir ja als Satiriker, also möchten wir uns ja davon distanzieren. Aber natürlich sind Teile davon gut. Ich bin froh, dass ich nicht mehr auf den Hintern gehauen werde. Oder dass mein Fräulein zu mir sagt, oder wenn ich verheiratet wäre, dass ich nicht einen Mann bräuchte, der mir erlaubt zu heiraten. Dass du dann zu Hause stehst und dann Pudding machst, weil der Mann ja gleich kommt. Genau. Das ist ja, da sind wir ja froh drüber. Und da möchte ich, dass es der allgemeine Stand ist. Und da finde ich auch richtig, wenn andere Leute das Gefühl haben, das kann ich jetzt wohl nicht mehr sagen. Nee, kannst du nicht mehr sagen. Ja, das vorbei ist. Kannst du mir auch nicht mehr auf den Hintern hauen. Wo ich auch denke, N-Wort haben wir jetzt, glaube ich, so lange durchdiskutiert, dass es jetzt klar ist, dass man es halt nicht sagt. Ja, und dass man auch nicht sagt, naja, die sagen es doch auch. Oder also habe ich so das Gefühl, aber ich bin natürlich auch in einer Bubble. So, ne? Ja, aber wir kommen ja alle auch in Kontakt wahrscheinlich zu anderen Menschen. Also ich bin ja meistens umgeben von Menschen, die gar nicht politisch so denken wie ich, also in meiner Familie oder so. Und auch im Freundeskreis zum Teil, je nach Thema, habe ich nicht das Gefühl, ich bin jetzt nur von Gleichgesinnten oder Fans oder so umgeben. Und ich stoße schon auf die Gegensätze, auf die Widersprüche. Und ich finde gut, wenn es da eine Entwicklung gibt. Also ich finde auch, das darf man ja, neulich passierte mir eigentlich fast harmlos, aber war ich an einem See und dann, es war im Sommer und ich erkundigte mich, wo man reingehen kann und baden. Und da sagte der Mann, der da wohnt, ja, da hinten, das ist ja der Hauptstrand, aber hier vorne, da ist auch eine Stelle. Das hieß ja früher immer die Judenstelle. Aber das sagt man ja nicht mehr. Oh, ja. Und da habe ich gesagt, ja, das sagt man ja nicht mehr. So, durften denn nur Juden baden? Das waren offensichtlich die Stelle, wo nur die Juden waren. Also wie ein Ghetto, wie ein Badeghetto. Da durften nur die Juden hin. Und das war überhaupt kein Nazi oder so. Aber er merkte, indem er sagte, das war die Judenstelle, merkte er, mit Juden, das darf man nicht so, das war ja gar nichts, eigentlich, das konnte er so benennen. Es gab eine Stelle, wo nur die Juden waren. Das war ja auch ein Teil der Diskriminierung von das kann man ja so benennen eigentlich. Das war kein böser Satz von ihm, aber er kam ins Stolpern und sagt, aber das sagt man ja nicht mehr. Und ich sage dann auch, ja, das sagt man jetzt nicht mehr. So, und das war dann aber auch gut. Da haben wir uns beide bewusst gemacht, es ist irgendwie ein heikles Thema, aber es geht ja gar nicht um Sagen, sondern das Schlimme war ja, dass es diese separate Stelle für Juden gab. Ja, und das wollen wir nicht vergessen, dass die Sprache natürlich Ausdruck von einem schrecklichen Verhalten war. So, und das, so weit sind wir nicht gekommen, dass wir das dann reflektiert hätten. Aber, und das macht sich dann an der Sprache natürlich fest. So, das sagt man nicht mehr. Nee. Ja. Aber immerhin, es war so ein Bewusstsein da. Es war so, und da ist es mit dem N-Wort ja. Ja, ist interessant, ja, ähnlich. Weil ich, manchmal frage ich mich denn, hast du das jetzt reflektiert, hast du das jetzt verstanden oder lässt du das einfach nur weg? Weißt du, ich habe jetzt rechtsradikales Gedankengut in mir, dass ich jetzt denke, Frau Kreumann, die denkt da anders, halte ich mal den Mund und äußere mich dann privat. So, da denke ich manchmal, habt das jetzt verstanden oder sagt er das jetzt das einfach nur so? Das machen ganz viele, glaube ich. So, also räumst du das Zimmer jetzt nur auf, weil der morgen der Weihnachtsmann kommt oder räumst du das auch auf, wenn der Weihnachtsmann irgendwie nicht kommt? So, ich glaube, das räumen die meisten auf, der Weihnachtsmann kommt. Aber auch das halte ich für einen Fortschritt, denn es ist eine innere Schranke. Dass man trotzdem sagt, okay, dann haben sie trotzdem verstanden, weil sie einfach den Mund halten. Sie haben verstanden, dass es eigentlich nicht mehr sein soll und du kannst nicht verhindern, dass sie im Kämmerlein oder bei sich, oder man redet ja auch tatsächlich anders. Also ich rede schon auch privat noch etwas anders, als wenn ich weiß, 100.000 Leute hören mir zu oder so. Das ist auch okay. Da probiert man sich ja aus, sozusagen. Im Privaten finde ich, das ist noch ein anderer geschützter Raum. Aber ich glaube, das eine geht dann schon ins andere, beeinflusst das andere dann. Und ich finde aber diese Schranke, die man hat beim öffentlichen Reden, schon sehr wichtig. Ich möchte nicht, dass die Leute denken, sie können diskriminierend über homosexuelle Menschen oder über Transmenschen oder über Menschen mit Behinderung oder mit der anderen Hautfarbe. Das möchte ich nicht. Also insofern finde ich, das ist schon mal gut. Und dann müsste es natürlich,
der Prozess weitergehen. Und das ist, was du beschreibst, dass du darüber nie nachgedacht hast mit LGBTQI oder so. Ja, dass ich irgendwann aufgehört habe, die Entwicklung zu verfolgen. Ja. So, ne? Ja, es wird ja auch schwer, weil es kommt lesbisch, immer... gut, ja, aber dann ging das weiter. Ja, kommt ja so, immer noch ein Buchstabe dazu. Es sind ja jetzt 6 Buchstaben, man weiß immer gar nicht mehr. LGBTQI+. Plus. Okay. Ich kann es selber nicht. LGBTQIT. IT. LGBT. LGBT ist ja trans. I, intersexuell. Q, queer für das Ganze. Und plus. Für die, die noch kommen. Ja, für... Die sich dazu definieren. Ja. Irgendwie. Wir schreiben das in die Shownotes. Toll, finde ich aber toll, das Gespräch. Ja, weil ich das so fernab ist von, das ist ja ein Unterhaltungspodcast und das wird jetzt total lustig oder so, dass man einfach sagt, nee, das ist jetzt einfach auch mal ein bisschen ernsthaft. Ja, es gehört ja zu meinem Leben. Informativ auch. Gehört zu meinem Leben auch. Ja. Gehört ja wirklich zu meinem Leben auch. Das hast du das Gefühl, dass die Leute dich dann gerne einladen und sagen, Frau Kreumann, reden Sie mal politisch so ein bisschen? Oder dass die in Talkshows dann denken, oh nee, nicht so viel jetzt. Wir wollen mehr Unterhaltung haben oder wir wollen es nett haben. Ja, die wollen es ja im Prinzip meistens netter, wenn es so eine normale Talkshow ist. Manchmal ist man ja auch spezifisch eingeladen bei Maischberger oder da muss man natürlich politisch reden. Ja. Das ist klar, da ist der Fokus woanders oder bei Maybrit Illner. Aber meistens werde ich ja eingeladen, wenn sie irgendwie eine politisch korrekte, also irgendwie ist Frau, ist lesbisch. Ja. Ist auch noch alt, passt gut, kann man jetzt, also ist 3 Minderheiten. Das ist auch, das ist fies. Und da muss ich jetzt auch aufpassen, dass ich nicht in dieser, Telefon, oder was? Möchte ich nicht jetzt immer nur für diese Dreiheit stehen jetzt oder so. Ja, ja. Obwohl ich es ja auch, also ich stehe ja dazu, zu allem, was ich bin, aber ich möchte jetzt nicht nur darauf, ich möchte jetzt nicht nur darüber reden. So, also ich möchte, also jetzt mit uns ist es okay, weil es ist völlig ungeplant und es entspricht, es ist ja wie ein menschliches, wir führen ja praktisch ein menschliches Gespräch. Ich hätte dich jetzt, also ist ja, weil ich nicht vorbereitet bin und ich wusste, dass du kommst, ja auch nicht. Hätte ich dich jetzt auf einer Party getroffen, hätte ich genau die gleichen Sachen erzählt. Genau, und deswegen ist das schön. Das und dann halt super. Immer der, ich habe ja seitdem ich das Depressionsbuch geschrieben habe, halt gemerkt, dass es da so Parallelen gibt, halt diese Outing zum Beispiel. Ja. Sich hinzustellen und zu sagen, ja, pass auf, Maren, ist mir jetzt ja, was du darüber denkst, ich war depressiv, Punkt, Ende aus. So, und das jetzt lebe ich mein Leben. Mach da mit oder geh einfach, weißt du? Das hat mir ja auch sehr imponiert und ich habe mich auch damit verbunden gefühlt, genau mit diesem Punkt, dass du in dem Punkt dich hinstellst und was bekennst oder was sagst, was wahrscheinlich nicht alle mögen oder was ein Risiko ist, preiszugeben. Ja, dass man, jetzt muss der doch da nicht mit seinem depressiven Kram kommen. Ja, ist doch Privatsache. Genau, jetzt muss er doch da nicht mit seinem Schwulsein uns nicht noch belästigen. Ja, genau, weißt du, genau. Und da dachte ich, ja, das ist vom Gefühl her geil und ich fühle mich da der Szene deswegen sehr verbunden, dass ich so denke, ich interessiere mich jetzt auch für die queere Community, weil ich so merke, das ist verwandt. Ja, man darf da nicht drüber reden und man ist im stillen Kämmerchen und ja, im privaten Kreis gerne, aber nicht in der Öffentlichkeit und so, weil man Angst, ich weiß gar nicht, wovor ich Angst hatte. Ich hatte Angst, glaube ich, dass ich für eine Schublade gesteckt werde. Natürlich. Dass der Kranke, das, was du jetzt auch gerade sagst, habe ich auch gerade, dass ich so denke, also ich werde, bis ich tot in die Kiste falle, immer über Depressionen reden, weil ich weiß, wenn ich jetzt mit dir hier rede, öffentlich, stecke ich Leute an, die jetzt morgen zum Arzt gehen oder bei der Seelsorge anrufen oder bei der Deutschen Depressionshilfe. Aber ich möchte natürlich nicht zu 90% der Ex-Depressive sein, der zu 10% noch ein bisschen Kunst macht. Ja, das sondern ist die eher Gefahr andersrum, dabei. Weißt du, dass man sagt, zu 90% ist, sag ich jetzt einfach mal so eingebildet, ist ja ein Talent da. So. Ja. Also ich muss mich ja nicht nur über das Buch definieren, dass ich jetzt da 40 Jahre draus vorlese. Ja. Aber es ist mir halt wichtig. Ja. Ich würde es auch nicht verdrängen und sagen, darüber möchte ich jetzt nicht mehr sprechen. Ja, so. Und das finde ich genau toll und so sehe ich, so möchte ich es auch gerne handhaben. Ich möchte auch nicht das hauptberuflich sein. Zum Beispiel Hella von Sinnen ist es so gegangen, die war die erste Lesbe, die erste öffentlich im Showbusiness auch die erste bekannte Lesbe und die ist mit dem Thema anders verbunden. Also das hat wirklich ihre Karriere verändert. Das ist auch eine begabte Schauspielerin. Die Hella hätte andere Sachen auch machen können. Aber die war dann einfach, also eigentlich fast zu 100% die erste Lesbe. Und ich war die zweite und ich konnte das schon anders handhaben und sagen, nee,
ich habe das und das und das und das gemacht. Mhm. Und außerdem möchte ich nicht verschweigen, dass ich diese sexuelle Orientierung habe. Mhm. Das ist dann so, das ist denn so gewesen. Aber du, wen gab es schon, der das mit der Depression öffentlich gemacht hat? Hast du einen ersten? Der Streter, Thorsten Streter. Der war ja bei dir in der Sendung auch. Genau, und hatte er es auch schon vor dir? Der hatte das vorher schon öffentlich gemacht. Ah, das wusste ich nicht. Deswegen habe ich ihn mir eingeladen, weil ich wusste, mit dem kann ich ja öffentlich drüber sprechen, weil ich natürlich keinen ins Licht zerren wollte, der nicht öffentlich genau, darüber sprechen. Genau, wie bei Schwul oder Lesbisch. Genau, genau. Das muss dass ja von mir, einem selber genau kommen. Genau, in dem Punkt quasi einen Schwulen genommen habe, wo ich weiß, der redet auch darüber. Ja. Das wird jetzt nicht verklemmt oder vorführend oder so. Ja, ja. Ach super. Ah, das wusste ich auch nicht, dass Thorsten der Erste war. Weißt du, deswegen diese Parallele. Also ich habe da ganz oft, das kommt ganz oft in dem Buch Homosexualität vor, so Outing und so, wo ich denke... Sind wir verklemmt oder was ist? Reden wir einfach nur ganz viel jetzt und dass uns das klar wird? Ich habe zum Beispiel als Sarazin dieses unmögliche Buch geschrieben hat damals, habe ich so das Gefühl gehabt, jetzt reden wir auf einmal über Migranten und über Gastarbeiter. Weil wir das, also nicht weil wir was gegen die Leute hatten, sondern weil wir das verdrängt haben. Also auch die Nicht-Rechtsradikalen, die dann auf einmal gesagt haben, stimmt, Gastarbeiter, die sind ja alle noch da. Überspitzt dargestellt hatte ich so das Gefühl, dass man jetzt nach links und rechts guckt und sagt, ja stimmt, die sind ja noch da, in mehreren Generationen schon. Ja, ich denke gerade über den Vergleich nach mit, was du sagst, mit Depression und mit Homosexualität, also... Man kriegt ja immer den Vorwurf, wenn man derjenige ist, der sich dazu bekennt, zu dieser Minderheit zu gehören, kommt immer, kannst du darauf warten, der Vorwurf, der will sich ja nur wichtig machen. Mm. Der macht das nur aus Promogründen. Mm. War bei mir auch damals beim Coming Out. Die will sich nur wichtig machen, die macht, die ist nicht erfolgreich genug. Ja, ja. So. Aber genau. Und das hält einen doch dann ab, weil du genau weißt, so wird es eingeschätzt und sagst, ja, ist ja Privatsache. Also dieses... Das ist doch Privatsache, ist ein ganz gefährlicher Begriff, weil es begrenzt uns innerlich und denkt, ja, ich darf das nicht sagen, weil es ist ja Privatsache, das ist indiskret. Also ein falscher Begriff von privat. Ja, ja, ja. Denn in dem Moment, wo es diskriminiert ist, ist es ja nicht privat, sondern es ist ja ein kollektives Diskriminiertwerden. Und das ist eben nicht privat und deswegen ist es auch richtig, das öffentlich zu machen. Und du hilfst ja ganz, du hast ja ganz vielen Menschen geholfen. Aber es ist bei mir auch so, dass ich schon wieder gelesen habe, dass es scheint ja anscheinend so eine Mode zu sein, über Depression zu reden, wenn ich so denke. Aber da muss ich sagen, schenke ich dir. Das ist, kannst du sagen, kannst du schreiben, steg drüber. So. Es ist, aber es ist, ne, es wenn kommt zu sofort. Lange, man hat so das Gefühl, wenn zu lange darüber geredet wird, dann heißt es so, ja, jetzt hört doch mal auf. Ist ja eine Mode. Als Wurvereit, der erste schwule Bürgermeister, zufällig war in Rom auch ein schwuler Bürgermeister, der offen schwul war und in Paris auch. So, das war dieselbe Zeit, es war halt eine Phase der Schwulenbewegung. Und da sagten die Leute, man muss jetzt ja wohl schwul sein, um Bürgermeister einer westlichen Großstadt zu sein. Ja, muss man. Oder als einmal, sonst Thomas kommen sie Hermanns, ja gar nicht rein. Einmal Thomas Hermanns in Grand Prix Eurovision, wie heißt es jetzt? Eurovision Song Contest moderiert hat, irgendwie, wurde gesagt, man muss ja jetzt wohl schwul sein, um den Grand Prix zu moderieren oder so. Also kaum ist mal jemand mit einer gewissen Selbstverständlichkeit da, wird es schon als Eingriff. Ja, es ist ein Verdrängen des eigenen Privilegs oder so. Man denkt, jetzt reicht's aber. Jetzt ist einer jetzt da. Reicht's, ja. So, ein Thomas Hermanns. Schluss mit jetzt ihrem Gender-Wahnsinn. Genau. Ne? So, und das, ich kann es mir nicht anders erklären, als ob die das als Privileg begreifen, wie sie sind. Und sie möchten das auch nicht verändert wissen. Also sie möchten eigentlich so, sie möchten eigentlich, dass die Werte so bleiben. Aber dann hört doch auf. Ja, also mich zu entwickeln. Es ist doch genauso wie jetzt mit Jugendlichen oder so, dass ich, wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, die Jugend von heute hätte es bei uns früher nicht gegeben oder so ein Blödsinn, dass man dann so aufhört, sich zu entwickeln. Ja, das finde ich ja das Schlimmste. Dass man sagt, das ist, ich bin zufrieden mit dem, was ich jetzt habe und da darf jetzt kein Wissen mehr dazukommen. Ja, genau, darf kein Wissen mehr dazukommen. Also ich habe jetzt gerade das geschafft, dass ich mir einen Überblick über mein Wissen verschafft habe und jetzt reicht es aber. Wenn jetzt nochmal ein Fenster aufgeht und da reicht mir jetzt noch einer irgendwann rein, dann ist mir zu viel. Dann wird es mir zu viel mit diesem Gender-Wahnsinn jetzt.
Genderwandel. Und jetzt muss ich auch noch Winnetou irgendwie, muss ich auch wieder muss jetzt. Muss ich auch noch aufgeben. Winnetou auch noch aufgeben. Und Max und Moritz und alles, was schön war früher. Ja, es ist das Wertesystem, was ins Krachen kommt. Und es ist gerade ganz viel mit Gewohnheit zu tun. Also auch gerade, ich merke es bei dem Sprechen dieses Knacklauts jetzt oder so. Die jungen Leute kriegen das ja toll. Ich lerne wirklich von den Studentinnen oder so, von den jungen Menschen, die es völlig selbstverständlich machen. Ist auch überhaupt sprachlich oder phonetisch überhaupt kein Problem. Mhm. Und natürlich wir Älteren, ich habe eben, was weiß ich, knapp 70 Jahre anders gesprochen. Dann geht es langsamer und man braucht länger, bis man es auch kann. Aber man kann ja trotzdem offen bleiben. Die Sprache hat sich ja immer verändert. Ja, ja. Man sagte ganz andere Sachen früher. Also es verändert sich ja laufend. Und dass man jetzt sagt, also die Sprache soll jetzt so bleiben, wie ich sie empfinde, das ist ja ganz rigide. Mhm. Also diese Offenheit muss sich ja dann... Also Gender auch nicht richtig, sondern ich sage dann eben manchmal noch Lehrerin und Lehrer. Das sage ich auch oft. Oder manchmal merke ich dann, oh, jetzt hat es geklappt, jetzt hast du LehrerInnen gesagt. Ja. So, dann denke ich, freue ich mich kurz und denke, jetzt hast du das hingekriegt, weil das ja auch kürzer ist als LehrerInnen und Lehrer. Genau. Aber dann denke ich mir, ich kann es doch so anbieten und öffentlich den Leuten dabei, die können mir dabei zugucken, wie ich das denn vielleicht hinkriege oder nicht oder noch ein bisschen stottere. Und das finde ich gut und das ist ja ein normaler Prozess. Das ist, ich nenne es für mich organisches Gendern. Genau, organisch. Ich mache das so, wie es zu mir und zu meinem Sprachverhalten passt. Mhm. So. Und ich finde die Verunsicherung übrigens total heilsam. Mhm. Weil ohne Verunsicherung machst du ja keine Veränderung. Mhm. Also wenn du so sicher bist, dass alles richtig ist, so wie du denkst und alles viereckig und alles muss parallel zur Tischkante geordnet sein und so. Du kommst ja nicht weiter, ohne dass du irgendwie eine Verunsicherung zulassen. Ein Aufgeben einer Gewohnheit ist ja eine Verunsicherung. So. Ja, und deswegen ist die Verunsicherung nötig. Die ist nicht nur hilfreich, die ist nötig, um eine Veränderung zu bringen. Und das müssen wir immer denen sagen, die sagen, ja, mein Mann ist ganz verunsichert, der weiß gar nicht mehr, ja, gut so. Dann soll er zu Hause bleiben. Darf man eine Frau noch ansprechen? Darf man sie noch anfassen? Nein, man darf sie nicht anfassen. Ja. Und wenn man sie anspricht, dann kann man ja gucken, wie sie guckt oder wie sie reagiert und dann darauf eingehen. Das ist sehr interessant mit diesem, darf ich eine Frau noch anfassen? Ich darf ihr nicht mehr auf den Arsch schauen und so. Heißt doch eigentlich, dass früher alles erlaubt war. Also, dass eigentlich die Regel war, ich bin Mann, ich kann machen, was ich will. Ich darf alles, ja. So. Ja. Und dass man jetzt als Mann halt, tut mir leid, Abstriche machen muss und gelernt hat, pass mal auf, jetzt habe ich mal gelernt, ich darf ja gar nicht machen, ich darf nicht alles machen, was ich will, sondern es gibt halt Grenzen. So. Ja, das ist eigentlich der Skandal ist, dass es jetzt erst allgemein bewusst wird, dass Männer immer machen durften, was sie wollten. Ja. Das ist eigentlich der Skandal. Und dass es jahrzehntelang überhaupt nicht geahndet wurde. Und dass es eine Unverschämtheit eigentlich ist. Dass es eine Frechheit ist. dass der Mann sich hinstellt und sagt, ich darf nicht mehr alles machen. Jetzt muss ich auch noch von alles muss ich auch noch Abstriche machen. Ja, genau. Ja krass. Ja. Also ich hoffe auf die Jugend, dass die das so hinbekommen hat. Ich habe zum Beispiel mich mit Emanzipation ausgesetzt, 86 irgendwie jetzt. Da wollte meine Mutter arbeiten gehen. 86. Ja. Das war noch, da hatte sie noch ein Konto, was von meinem Vater noch, dann musste noch die Unterschrift geleistet werden, weil du als Frau 86, klar. Ne, nicht 1886, sondern 1986 und es mordsmäßig Streit gab zu Hause, weil mein Vater nicht wollte, dass sie arbeiten geht. Ja. Und dass darauf die Scheidung folgte, wo sie gesagt hat, weißt du was, leck mich am Arsch, zieh ich halt aus, ich gehe jetzt arbeiten. Wo ich da also so gemerkt habe, da ist bei mir, war Emanzipation, kam dann an, wo ich dachte, okay, jetzt habe ich durch meine Mutter gelernt, wie man mit Frauen später dann nicht umgeht. Ne? Dass wenn ich mal eine Frau habe, irgendwie, dass ich dann nicht sage, du gehst nicht arbeiten. Und dass ich das so denke von der Jugend, die jetzt nachwächst. Von meinen eigenen Kindern, wo ich so merke, das ist, was ich dir nicht vorlebe, wirst du auch nicht nachmachen. 86. Wahnsinn. Ja, da war ich schon erwachsen. Meine Mutter ist klar, die weiß gar nicht, die war 30, 32 oder so. Und dann denkt man so. Ja. Irre. Unfassbar. Irre. Ja. Bei uns ist ja viel in diesen letzten 40 Jahren passiert für Frauen, für Homosexuelle, in vielen Bereichen.
Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass das relativ schnell ging und dass das eben noch nachgearbeitet werden muss. Und das dauert alles, wird noch ein paar Generationen dauern, bis es wirklich selbstverständlich ist. Aber dauert das jetzt nochmal 40, 50 Jahre? Ja, ich glaube ja, bis es wirklich so drin ist. Guck mal, was ist mit Nazi? Was ist mit Nazi sein? Es ist leider nicht. Also ich glaube, nicht weg. Ich glaube, sag dir mal als Ex-Depressiver, der irgendwie jetzt gut drauf ist, dass es die Arschgeigen immer geben wird, dass die aber weniger werden. Dass wir das besser im Griff haben werden, irgendwie damit umzugehen. So. Uns mehr trauen werden, dass wir einfach sagen, pass mal auf, wegen so ein. Ich hab mich jahrelang mit der AfD angelegt, weil ich gemerkt habe, dass in meinem Publikum AfD-Anhänger sind, die zeitgleich Krömer-Fans sind. Ja. Wo ich gesagt habe, das geht nicht. So, ich kann jetzt nicht ganz Deutschland verändern, aber ich kann hier in meinen eigenen Reihen irgendwie bei meinen Schäfchen zusehen, dass die gehen. So. Und dann habe ich die rausgeekelt, über Jahre halt. Ne? Und das fing an in Dresden, wo ich ausgebuht worden bin, weil ich damals eine Pegida-Nummer gemacht habe, so, wo ich kurz das anhalten musste, das Programm. Ja. Und die gesagt habe, das geht so nicht. Die haben dann, ich habe irgendwas gegen Pegida gesagt und dann rief einer rein, ja weiter, langweilig, wollen wir nicht hören. Ja. Und dann habe ich das Programm angehalten, habe gesagt, nee, ich werde doch jetzt nicht, weil dir das jetzt nicht gefällt, damit aufhören. Und habe dann richtig überdreht. Also 5 Jahre lang habe ich die Pegida-Nummer gemacht, noch eine AfD-Nummer. Und habe es dann nicht geschafft, dass ich jetzt die letzten Wochen, Monate wieder aufgetreten bin in Leipzig, Dresden, Chemnitz. Und so leichte Spitzen gegen Nazis im Programm habe und auch gegen die AfD. Gar keine große Nummer oder so, aber da Zwischenapplaus kriege. Und gemerkt habe, ich hab's geschafft. Ah, super. Weil ich nicht möchte, dass mir ein Nazi in Dresden sagt, du hörst hier nicht mehr her, du kommst hier nicht mehr her. Und dass ich dann vielleicht noch so doof bin und sage, na, ich trete da jetzt nicht mehr in Sachsen auf, da sind ja nur die Nazis. So. Weil ich denke, nee, da sind 20% Nazis, das ist schon viel zu viel. Aber da sind immer noch 80% irgendwie, die richtig ticken. Und zu denen jetzt zu sagen, ich trete nicht mehr bei euch auf, finde ich scheiße. Wäre ungerecht, ja. Wäre falsch. Weitermachen. Super. Weitermachen, nicht jetzt. Nicht. Aber dass du da in der Show unterbrochen hast, finde ich ja wahnsinnig mutig und wahnsinnig toll und auch schnell im Kopf dann. Du musst dass du während der Show reagiert hast, ist ja super. Mir rief einer rein, das war in Cottbus damals, dir gehört das Jochbein gebrochen. So. Und dann kannst du ja, das hat ja jeder gehört, du kannst ja dann nicht sagen, okay, ich mache jetzt mal weiter. Dann habe ich den rausschmeißen lassen und hab dann weitergespielt. So. Und auch Cottbus bin ich jetzt demnächst, freue ich mich drauf, weil, weißt du, das ist so, die Community ist jetzt, die ist jetzt gut drauf. So. Weißt du, ich kann jetzt nicht gegen die AfD stänkern oder mich jetzt hier für die LGBTQI-Plus-Szene einsetzen und dann aber zulassen, dass da die Nazis sitzen, die mir dann Jochbein brechen wollen, wenn ich irgendwas Falsches sage in deren Augen. Aber super, das ist doch ein Prozess, das ist doch genau die Entwicklung, von der wir gerade geredet haben. Das ist super und dass wir also als Bühnenmenschen oder Menschen, die man in den Medien sieht, dazu beitragen, ist doch eigentlich, dass dann bin man ich die auch positiv. Ne? Ja, genau. Also nicht gerade, dass wir große politische Wirkung haben, aber das ist eine politische Wirkung. Ja, aber für Wirkung, unsere Leutchen, also für unsere gut. Fans, für die unsere man Fans hat, dazu sagen, ich irgendwie, ich sag dir mal, wie ich darüber denke und das ist meine Meinung. Vielleicht gehst du mit. Ja. Und dann war, du verlierst dadurch unheimlich, ich habe es bei Insta gemerkt, unheimlich viele Leute und der Prozess war, dass du aber unheimlich viele Leute dazu gewinnst. So. Dass ich irgendwann dachte, jetzt wird es schon fast irgendwie so ein Geschäftsmodell, weißt du? Also wenn ich jetzt nur noch gegen die AfD stänkern würde, wäre es ein Geschäftsmodell. Ja. Wo ich dann auch irgendwann gesagt habe, jetzt komme ich mal wieder zurück zu meiner Kunst. Genau. Und bin still, weil das ist jetzt hier. Dann bist du wieder bei, ich rede nur über schwul-lesbisch sein oder nur über Depression. Genau. Ganz wichtig, das Eigentliche dann wieder zu machen. Es ist die Zeit, wo man mal jetzt auch was zurückgeben kann. Weißt du? Ja. Oh Mann, Maren, das hat Spaß gemacht. Oh, ist schon zu Ende? Ja. Ich habe doch noch diese Frage. Ja, dann gehen wir gehen jetzt nämlich in den exklusiven Teil rüber. Ich verstehe. Dann verabschieden wir uns jetzt erstmal. Ja, das war die Wesen für Feelings. Jetzt geht es aber weiter. Mit was? Mit Feelings Deluxe. Nur bei Amazon Music. Ja, Maren Kreumann, was für ein tolles Gespräch. Das erste Mal, dass ich dachte, heute hätte doch die Folge auch mal 4 Stunden gehen können, weißt du?
Danke, Kurt, es war schön. Hat mir auch Spaß gemacht. Hat mich bereichert. Kurt Krömer, Feelings, ist eine Produktion von Studio Bummens und Song Legend für Wondery. Executive Producer für Studio Bummens, Jon Hanschin und Konstantin Seidenstücker. Executive Producer für Song Legend, Mo Anaisi. Für Wondery Producer, Patrick Fiener und Tim Kehl. Executive Producer, Jessica Redburn und Marshall Louis. Wiebke Holtermann und Inga Wessling haben die Redaktion für diese Folge gemacht. Das Sounddesign kommt von Jonas Hafke. Ton und Schnitt Jonas Hafke. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Als Prime-Mitglied hast du Zugriff auf exklusive Bonusfolgen bei Amazon Music. Außerdem hörst du neue Folgen immer eine Woche früher. Und ohne Werbung.